Hi Leute, herzlich willkommen zurück zum Landwirtschaftssimulator 2015 auf der Nordheide-Map mit dem Randy. Und den Tino. Ups, der gerade aus dem Traktor rausgefallen ist. Donald. Manchmal sind die Türen aber auch wackelig. Halten die Schlösser nicht richtig. So, einmal schön Silage. Mischfutter. Zu den Schweinis. Dum, 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 dum. Was mal reinkriegen hier. ...350 Schweine müsste ja ein bisschen mehr reingehen jetzt. Ja, 11.000. Die Rinder haben noch 12.000. Wasser könnte man hier nochmal auffüllen. Wasser, Stroh. Okay. Wasser und Stroh. Ah, das Schwein ist gerade hingefallen. Das kugelt sich auf dem Rücken. Wie geil. Naja. Noch eins. Na, ganz ehrlich, bei Negelefass kann man keinen Feldrand-Dings, also keine Felderkennung ausschalten. Kannst du mal rein switchen? Moment. Weil das ist ja hier der Zubringer. Das ist der Feldrand-Container. War in dem Modpack irgendwas drin, derartig ist? Nein, nein. Mir wäre es auch neu, dass man eine Wiese düngt. Ich habe gedacht, ja, das macht der Mod automatisch. Nee. Also, was ist, wäre mir neu, dass man eine Wiese düngt? Klar macht man das, aber hier in der LS nicht. Hm. Ich nix wissen. Hm. Gute Frage. Ich kann es dir nicht sagen, ehrlich gesagt. Ich weiß es nicht. Feldrandbegrenzung. Ich meine, also ist, was ich auf jeden Fall weiß, es steht was drin mit Feldrandbegrenzung ausschalten. Mhm. Wenn du da düngen willst, aber. Ach, weißt du was? Ich mach jetzt ja diesen. Hm. Ich weiß jetzt natürlich nicht hundertprozentig. Gibt's noch ein. Ist hier ein extra Güllefass drin? Nee. Na gut, das ist ein extra, müsste ich jetzt auch noch Mods schauen. Lass mich mal prüfen. Prüf mal. Nö. Nö. Nicht. Mit denen, die du arbeitest, dann gibt's noch diesen grünen, diesen Slurry-Tanker. Das ist aber im Endeffekt nur ein Zubringer. Hm. Und unser Wasserfass. Hm. Dann weiß ich es auch nicht. Dann muss es halt. Ach, wir machen dann sowieso. Ich meine, Gras. Für was machen wir jetzt Gras aktuell? Wir brauchen. Silage herzustellen. Um Silage herzustellen, die Schafe besser zu füttern. Im Endeffekt, wenn wir X das haben, pflanzt mal Luzerne oder Klee an und ballern das weg. Weil es einfach viel effektiver ist. Dann machst du nicht mal aus Gras. Dann nimmst du Gras ja nur noch für die Schafe. So, und pff, dann ist es ja wirklich hier. Brauche ich mir ja 2000 Schafe oder was weiß ich, dass ich das lohnen würde, da umzuschalten. Oder da noch zu düngen. Angst du gerade? Wasser. Ah, okay. Es kostet? Ja, ja. Oh Gott. Nichts mehr umsonst heutzutage. Nein, nein. Ja, gehen 25.000 Liter rein, leider. Aber zu schleppen, du leck mich am Arsch.
geht die Drehzahl nicht mehr ganz so hoch. Hier war das Wasser. Ja. Gut, erstmal die Schweine so füllen. Haben wir Zeit? Ach so, du spürst vor? Ja, 30 halt, ne? Wegen? Allgemein Angebot, Nachfrage, dass die Viecher produzieren. Ja gut, die Viecher produzieren gut. Also Schlachtreif hätten wir jetzt schon wieder fast einen Anhänger Schweine und zwei Anhänger Rind. Ja, dann nehme ich halt von 30 mal 15. Alter, wie viel Wasser geht jetzt hier rein? Steht eigentlich schon da, das maximale Fassungsvermögen. Pumpt aber weiter leer. Gut. Sehr vernünftig. Sehr vernünftig. Stroh. Okay. Dann haben wir noch eine Ladung Stroh. Dass wir auch schön weich haben beim Scheißen. Die guten Schweinis. Heute ist so ein... Es ist übrigens... ihr seht den Part am Dienstag. Und aufgenommen haben wir das Ganze einen Tag vorher. Montag. Also gestern. Ja, ja. Gestern. So. Boah, scheiße. Gestern und es ist so ein richtiges Abfuck-Pisswetter. Also ich weiß auch nicht so richtig. Es ist kalt draußen, es ist so ein komisches Nieseln draußen, es ist bewölkt, es ist, hatte ich kalt schon erwähnt? Es ist kalt und es ist kalt und es ist kalt und es ist kalt und naja. Ja, wissen nicht. Schreibt mal in die Kommentare, wie bei euch das Wetter so ist, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass es viel besser ist. Würde mich echt mal interessieren, weil. Keine Ahnung, das ist so ein Wetter, da hat man, da will man einfach nur zu Hause bleiben, auf der Couch liegen und ach, von nichts hören und sehen. Oder zocken. Oder so. Schön eingemummelt in der warmen Decke. Ich tue gerade nochmal Wasser tanken. Ja. Ja. Das ist wirklich, ach nee. Was macht, vor allen Dingen schreibt man noch dazu in die Kommentare nicht, wie bei euch das Wetter ist, sondern auch noch extra, was ihr bei so einem Wetter macht. Also es seid ihr auch zu Hause, liegt ihr auf der Couch, macht ihr gar nichts? Oder seid ihr die ganz krassen Typen, die sich die Jogginghosen anziehen und erstmal eine Runde laufen gehen draußen in der Dürre, weil es halt cool ist, keine Ahnung. Es gibt ja so eine Leute, ne? Ja, ja. So einen richtigen Sportfanatiker. Die gehen ja bei so einem Wetter. Ich hatte jetzt bloß nebenbei mal gelesen, dass jetzt eigentlich in Deutschland wieder ein Übelster wird. Ja, wieder Panik gemacht, das ist ja Standard, ne? Wenn die Medien was können, dann Panik machen. Die Deutsche irgendwie Grippealarm, ne? Also so schlimm wie die Grippe aktuell ist, war sie noch nie und immer mehr betroffen und tritra tralala. Ich muss ganz ehrlich sagen, hätte ich das nicht gelesen, wüsste ich gar nichts davon. Also bei mir auf Arbeit hier merkt man's. Okay. Ja. Da merkt man, ich hoffe nochmal, da, wie gesagt, bei Jean, da geht's auch gerade nicht so gut. Die. Och, nee. Was denn? Ach, der nächste Clip wird noch kaputt. Ernsthaft? Ja, ja. Entweder, keine Ahnung, sind das die falschen Glühbirnen für die Lampe? Also zu schwach? Na, wie viel Watt sind die denn? Keine Ahnung, also die ich jetzt reingedreht habe, waren 40 Watt. Na, ist vielleicht ein bisschen wenig. Okay. Das sind normal? Ja, muss man auf die Fassung gucken. Ich habe keine Ahnung davon. Ja, steht ja drauf. Die also, auf der Lampenfassung soll das ja draufstehen. Ja, 60 Watt eigentlich ist normal. Also, naja, eigentlich gibt es sie ja gar nicht mehr in dem Sinne, aber. Normale Glühbirne.
Energiespar-Scheiß-Gedöns ist sowieso der letzte Abfuck. Ach, hast du ja drinne. Hatte ich. Dann ist die ja auch kaputt gegangen. Also die ist ja zuerst damals in den 12-Stunden-Livestream kaputt gegangen. Und dann habe ich einfach aus dem Flur so eine kleine halt reingeschraubt. Die passte auch von der Fassung her. Deswegen habe ich mir dabei jetzt auch nichts gedacht. Nur heute hat sie dann irgendwie, es war jetzt immer so ein bisschen heller, ein bisschen dunkler, ein bisschen so geflackert, habe ich mir schon gedacht, na lange macht sie nicht mehr und jetzt hat es gerade Bing. Und jetzt ist sie aus. Das ist ungünstig, auf jeden Fall. Ich könnte hier die Festtagsbeleuchtung anmachen, so ist es ja nicht. Habe ja noch eine große Lampe, aber Ach so. ist mir dann zu hell. Sowas wie du hast, ist nicht schlecht. Diese Highlights oder Spotlights oder was weiß ich, wie die Dinger heißen. Ganz normale Spots in der Decke halt, ja. Spots halten. Halten Ist in der nicht Regel zu. auch sehr lange. Ist halt nicht zu viel Licht, ist dezent, ist aber trotzdem gut ausgeleuchtet. Na, es kommt drauf an, was du für Spots hast. Da gibt es auch tausend verschiedene. Also, ja. Das wollte ich gar nicht. Ich wollte Stroh holen. Stroh kann wieder nur der eine laden, ne? Kann der Ding der Stroh Ladebau. laden, der Absetzrahmen, der schwarze? Ich prüfe. Die Mulde ist das. Moment, wenn ich angezeigt werde. Die Multe. Ja, die Multe kann das auch. Aber war das nicht mal irgendwas? Das ist. Naja, egal, ich guck mal. Probleme werden angezeigt. Silage ging da nicht, ne? Ich Stimmt, das glaube. war. Stimmt, Silage. Auch Silage ging nicht. Silage. Merkt schon. Also, wenn gleich mein Kopf hier auf die Tastatur knallt und die Sappe aus dem Mund läuft, bin ich eingeschlafen. Oder es ist wieder ein spezieller Livestream. Lief auch die Sappe etwas aus dem Mund. Aber nur etwas. War ja auch fies. Ach, es geht natürlich wieder nicht. Dann halt nicht, leckst mich am Arsch, ey, ganz ehrlich. So, mit welchem Anhänger ging das jetzt? Eigentlich muss ich das Ding ja jetzt wieder erst runterfahren. Ach. Nerv, nerv, nerv. Mit welchem Anhänger konnten wir jetzt Stroh fahren? Ne, mit der Ladebar. Mit diesem Mini-Ding da? Ja, da passen 22.000 Liter rein. Das geht ja. Hätte ich jetzt auch eigentlich die Mulde mitnehmen. Also man kann viel machen mit diesen Absetzrahmen, aber es ist natürlich ein ganz schönes Hin und Her teilweise. Ist halt Kostenfaktor, ne? Dafür ist es halt echt gut. Was halt relativ günstig ist, das Ganze. So, jetzt aber. Gut, holen wir uns den Ladewagen, knallen den voll Stroh und, ne, biatschen das Ganze mal fix zu den Schweinis und zu den Rindern. Und dann sind die erstmal wieder komplett versorgt und aufgefüllt und okay. Hättest du einfach auf deiner Straßenseite fahren können. Hätte ich jetzt nichts gegen gehabt. Ich frage mich nur gerade, wo der Ladewagen ist. Hof. In den großen Unterstand. Also nicht in den ganzen. Das ist doch vor den Unterständen. Wenn du reinkommst, darfst du es eingeschleust sein. Nach der Saatmaschine, die so komisch steht. Hast du oder hast du nicht? Bin noch dabei, Moment. Nach der ganz großen Saatmaschine. Ach da. Sagt er einfach vorm Schild.
Vorm Schild. Ach, da. Aber du darfst auch erstmal abmoderieren. Geht gleich los, Moment. So. Na gut, meine lieben Freunde, in diesem Sinne vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns natürlich morgen wieder. Lasst das Däumchen da, wenn es euch gefallen hat. Dort machen wir chillig, easy peasy weiter mit den Tierchen. Und ja, wir sind erstmal raus. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.